Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als der tatenlose Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem Raja of the Rajput Reich Achievement und wir wollen gerne irgendwann mal in 1000 Jahren mit Nagor Nord- und Süddeutschland erobert haben. Momentan scheitert das alles so ein bisschen daran, dass wir weder nach oben, nach unten, nach links noch nach rechts expandieren können. Insofern ist es alles gerade noch ein bisschen schwierig für uns. Wir müssen Zeit totschlagen und auf gute Gelegenheiten hoffen. Und eine gute Gelegenheit scheint jetzt da zu sein mit Mewa, die sich jetzt gerade im Krieg mit Malwa befinden. Ich finde, das ist eine Konstellation, die wir auf jeden Fall ausnutzen müssen. Wir haben relativ wenig Gefälligkeit hier, wir haben viel Gefälligkeit hier und sehr, sehr wenig hier. Also insofern schwierige Ausgangssituation immer noch für uns. Und das brauchen wir noch nicht. Staatsehe. Obwohl, ich warte. So, wie alt ist denn dein Herrscher überhaupt? Die 3 Legitimität? Ach ja, komm. Warum nicht? Oha, sie bewegen sich. Jetzt machen sie was. Du willst was machen. Ich weiß es. Ich weiß es doch. Du möchtest was machen. Komm hier zurück. Da war der Typ in Delhi, ne? Ja, du willst immer noch nicht, ne? Aber die schaffen das. Ja, ja. Die haben was vor. Die haben echt was vor. Ich will mal den Netzwerk aufbauen, bitte, Kinder. Okay. Da hat sich was bewegt. Der ruft mich jetzt bestimmt mit in den Angriffskrieg oder irgendwie sowas. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal gerade hingehen und gucken, was er so als wichtig markiert hat. Nur hier, ne? Okay. So. Gehen wir mal hier hin. Machen wir mal so. Ah, du haust wieder ab, Feigling. Gerade keinen Krieg am Sparen. Gerade annektierte Kotschins, wohin die hat Lundu den Krieg erklärt. Wie läuft denn Krieg so? Plus 6 gegen Mewa? Ach. Kaufleute, minus 6 gegen Mewa. Ach du Feigling. Okay, gut, er wollte Garwal angreifen. Nee, hat er nicht meinen Anspruch, ne? Mewa hat einen neuen Herrscher. Du Assi. Du dummer Assi, ey. Lässt er echt meinen Herrscher krepieren, ne? Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Was für ein Assi. Den habe ich gekriegt, ne? Das war mein bester... Das war ein so genialer General. So ist Bangla-Kant... Bagelkant annektiert. So, was macht er jetzt? Jetzt greift er Nepal an, oder was? Ne. Macht er nicht. Und das Spiel halt lässt den halt einfach so während der Truppenübung krepieren. So unverschämt. Okay, du bist nicht mehr mit den Bengalen verbündet. Warum würde Sindh nicht mitmachen? Würde Sindh destabilisieren? Oh, sorry, ich sollte nicht ins Mikro pusten. Das kann laut sein, ne? Oder so. Da reinatmen. Warum würde das Sindh destabilisieren? Was hast du hier mit Malwa oder einem der Untergebenen? Was hast du da irgendwas? Nee, ne? Überhaupt nichts damit am Hut.
Die Kriegsmüdigkeit macht's noch nicht mal aus. Die delische Diplorep macht's aus. Und die ist irgendwie richtig mies. Deine Diplorep ist mies. Wahrscheinlich, weil seine Legitimität auch entsprechend miserabel ist. Was ist das für ein Krieg? Was ist das für ein Krieg? Was ist das für ein Krieg? Mewarische Eroberung von Mansur. Okay. So, ich bin ein bisschen verschnupft heute. Mewat erhebt mal wieder Ansprüche. Das machen die doch die ganze Zeit, oder? So, push das ein Bündnis mit Assam. Verbessert jetzt die Beziehungen mit DJJ. Super. Super, super, ich muss immer noch warten. Okay, jetzt könnten wir überlegen, ob der Modifikator abgelaufen ist, denn jetzt sind gleich 15 Jahre rum. Genau, holen wir den mal zurück. Okay, es scheint so, als würde dieser Modifikator 20 Jahre gelten. Ich kann das aber gleich immer noch mal ausprobieren. Was vielleicht auch erst mit dem nächsten Jahr geht. Oh, das belutschistanische Rebellen. Das will ich lassen. 10 Punkte in Richtung Legalismus. Jaipur bekommt. Oh, da 35 Punkte in Richtung Mystik. Das wäre ich da jetzt so. Das wäre ich da jetzt so gierig. So, den Jahreswechsel warten wir mal ab. Ich kann es halt nicht mit Vijayanagara aufnehmen, das ist unmöglich. Ich kann es halt auch nicht mit Malwa alleine aufnehmen, das ist auch unmöglich. Ich brauche Unterstützung von irgendeinem und das hier ist auch unmachbar, also unlösbar. Es geht ansonsten nur einen No-CB-War gegen irgendwie, also Mewa schaffe ich vielleicht alleine noch gerade so, ne? Das ist auch so unwahrscheinlich, da irgendwas reißen zu wollen. Also von daher. Pff. Das jetzt auch nicht jeden Monat checken, sonst wird dieses Let's Play ja ein halbes Jahrhundert. Und damit meine ich jetzt nicht das, was ich heute in diesem Part spiele.
Die Rebellen, da mache ich ganz bewusst nicht platt. Ja, das 12 Regimenter, das schaffe ich nie. Die Rebellen, da mache ich ganz bewusst nicht platt. Weil ich nicht will, dass er zu stark... Oh, er macht sie selbst platt, okay. Weil ich nicht will, dass er zu stark wird. Ja, klar, warum nicht? Mehr Prestige. Na ja, gut, er schafft's. Ah, die haben da eine Festung gehabt oder so. Ja. Klar, da sind gute Sachen dabei, aber das ist für mich noch nicht praktikabel. Da ist halt hier dieses, dieses Achievement ist halt auch so knochenhart. Kommen wir mal aus Malwa zurück. Wir machen mal wieder den Check. Wollte nur mal gucken, wie das so aussieht, okay. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier Malwa den Krieg erklären würde. Oha. 5 Punkte Manöver hat er gekriegt, unser Guter. Gujarat hat Katja bei den Krieg erklärt. Hatten die noch ein Bündnis? Nee, ne? Kriegen vielleicht Condottiere oder so, aber... unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert. Orissa im Krieg. Und die schaffen das auch. Warte mal, haben die das stürmen die das gerade? Tatsache. Ach du Heilige. Ah, die Revolte war erfolgreich da drüben, ne? Okay, pass auf. Warum BJJ? Warum machst du da mit? Verdammt nochmal. Ich meine... Oh, nice. Volle Annexion wird gefordert. Hart. Ja, du wirst finanziert. Gut, okay. Dann sollen wir da gleich mal den Krieg erklären. Und jetzt sag mir mal bitte einer, dass der... Komm, wie viel AE hast du? 27. Du Lappen, ey. Du Lappen. Du dummer Lappen. Das kann doch nicht sein. Schau dich das an. Der frisst halb Indien und kriegt aber gerade so 20 AE. Ja, ich weiß, der frisst auch, ne? Der hat halt hier, warte mal, war Malwa hinduistisch? Ich weiß es nicht, aber... Ey, boah, Alter. Was geht hier ab, ey?
Na, Vijayanagara, machst du jetzt ein Bündnis mit ihm? Boah, ist das so krank, ey. Wie lange gilt mein Anspruch noch? Ich habe keinen Anspruch mehr auf Chitorak. Wie assi. Okay, wie lange gilt mein Anspruch? November 73, okay. Das ist schade, weil das wird jetzt teuer zu koren. Aufgrund der rasputischen Tradition. Was hast du für eine Militärtechnologie? 5 natürlich. Warum auch nicht? So. Jetzt holen wir den Deppen bitte aus Delhi. Jetzt checken wir nochmal ganz kurz. Okay, da würde keiner von uns irgendwas machen wollen. Und da auch nicht. Und da auch nicht. Stopp, das meine ich nicht. Okay, und da geht's auch nicht. Okay. Dann stürzen wir uns mal da drauf, ne? Hätte mir mal einer sagen können, dass ich da noch einen neuen Rivalen auswählen muss. Super. Sindh hat Marwar den Krieg erklärt. Zu spät Sindh. Jean-Paul Malwa den Krieg erklärt. Cool. Jaunpurische Eroberung von Girt. Okay. Die, sondern ach, der Sack ordnet den hier oben ein und hier unten. Das ist so verwirrend. Okay, so. Wenigstens hat Malwa nur irgendwas Gutes getan und mir hier ein paar Provinzen geschenkt. Malwa warnt mich, alles klar. Ey, Malwa, ich werde dich so wickeln. Warum? Im Krieg mit Marwa. Ja klar, warum jetzt? Geh mal hin, guck mal, ob du die Provinzen kriegst. Ha! Okay. Kommst du mir den zurück? Okay, das mit dem Geld können wir hier auch wieder vergessen. Sauber. Sag nochmal kurz, wie viel kostet das da? Boah, 87 ist echt teuer. Das ist echt teuer. So, jetzt gehen wir mal hin und fingieren bei dir mal ein paar Ansprüche, hätte ich jetzt gesagt, ne? Hadoti, haben wir noch einen? Machen wir hier noch einen? Hier geht nicht. Da machen wir nicht. Da haben wir noch, da haben wir noch. Wie lange gilt der? 72 ist okay. So, Sindh, warum machst du nicht mit? Schulden. Okay. Okay, Sindh. Okay. Wir warten noch ein bisschen.
So, ich muss jetzt mal ganz kurz darauf verzichten, hier irgendwas zu trainieren. Mal bitte hier hin. Mit wem sind die denn noch im Krieg? Noch ein Waffenschüsse mit den Bengalen. Okay, kann der schon, warum nicht? Ja, halt Mystik, ne? What? Jetzt würde Malva mitmachen. Du Spiel. Oh Mann, jetzt, wenn ich Mewald angreifen will, jetzt will auf einmal Malva mitmachen. Das darf doch nicht sein. Und Jean-Pur halt nicht mehr, ne? Das gibt's einfach nicht. Das kann nicht wahr sein. Okay. Ist halt schon komisch, dass er mich auch nicht mit in den Krieg ruft. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, ne? Ich meine, ich bin ja auch sein Feind, ne? Genau, greif mal die Armee an. Jetzt mach die mal gerade Fritte. Sehr nice. So. Jetzt machen sie beide wieder mit. Wie belämmert. Wie behämmert sind die denn, ey? Okay, ich muss die Armee durchfinanziert lassen. Das geht gar nicht anders. Deswegen lasse ich jetzt auch mal gerade hier nicht, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, dieser Armee-Drill ist irgendwie so, als würde man Bitcoins meinen, ne? Wenn man Glück hat, findet man beim Drill irgendwie auch hier so ein General-Skill oder so. Jetzt macht Malva wieder nicht mehr mit. Okay. Wenn Sint hier mitmacht, können wir es uns auch überlegen, hier anzugreifen. Ah, stopp, ich wollte eigentlich... Ja, ist egal. Jetzt macht Malva wieder mit und Jean-Pur nicht. Okay, das muss irgendein abgefuckter Mechanismus sein oder irgendwie sowas. £120, £109, £120. Warum ist das bei dir eigentlich weniger? Das muss mir jetzt auch noch einer erklären. Jetzt haben wir Bhutan ist unabhängig. Das bringt mir also überhaupt nichts. Und der Typ hat halt 2-4-2. Ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand und hole mir noch eine Kaff. Komm, wir kriegen 10 Punkte Kampfstärke Bonus auf die Kaff. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand. Ich will das jetzt hier sehen. Und 9 gegen 6, das schaffen wir, ey. Da haben wir ein Drittel Überlegenheit. So, du kommst jetzt zurück. Wann kriege ich meinen nächsten Gen? 75? Was? Wie? Achso, Moment mal. Ah, du musst mehr Einfluss haben. Okay, das lässt sich einrichten. Sag mal noch ganz kurz. Hast du noch einen Modifikator? Minus 15. Okay, ich gebe dir 30. Dann bist du bei 65. Dann wärst du mit dem anderen Ding bei 80. Wobei ich mir vorstellen kann, wann ist das denn soweit? 78? Okay, das haut hin. Okay, der ist gut. 3-3. Perfekt. Genau das, was ich jetzt gegen so eine Armee brauche. Du bist super loyal, du hast viel Einfluss.
Dann kriege ich militärische Hilfe von dir. 73, okay, das dauert noch. So, Adminhilfe habe ich eingefordert, geht hier nicht bei den Dimmer. Kann ich hier irgendwas machen? Religionssteuer erheben? Bringt mir eigentlich nichts. Toleranz der Ungläubigen? Oh, warum nicht? Es sei denn, es wird knapp, dann mache ich das natürlich, weil die Dimmer sind irgendwann wieder weg. So. Zack. Ah, ich habe den Rivalen schon wieder vergessen. Fernkampfschaden, okay. Nee, warte. Wir machen hier nochmal Schiff konsolidieren. Das bitte ihn. Okay, so, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz überlegen, wie wir das jetzt weitermachen. Muss man hier. Übrigens. Ach, du dummes Fenster. Hallo hier. Und herzlich willkommen. Jetzt macht ihr dann einen Let's Play-Part von mir auf. Empire Divided Nummer 05. War gerade die Datei, die ich geöffnet habe. Aus Versehen, weil das hier mein YouTube-Ordner hat er jetzt gerade aufgemacht, da wo die Aufnahme halt dann. Ich wollte nur sehen, wie lange ich schon aufnehme. 27 Minuten. Schulden, das ist ja auch was wir noch regeln können werden. So, mein Truppenlevel ist immer noch lächerliche 8. Dann fassen wir die zusammen, dann ist unser Truppenlevel wieder niedriger. Ich muss außerdem nicht ganz so viel auffüllen und gehe mal hier schön schmuckig. Gehe ich hier mal runter. So, und jetzt müssen wir nochmal gerade schauen. Du bist doch schon ein Staat, oder? Genau. Gebe ich dich an irgendjemanden noch ab? Oder mache ich nochmal hier so einen Erlass rein? Ich mache hier nochmal so einen Erlass rein. Und dann koren wir Chitora gleich mal. Belagerungspunkte? Ja, 2 Stück. Okay, gut. Sehr gut. Wie geil ist das denn? Das Spiel zeigt mir gerade an, dass mein Download des Content Packs abgeschlossen ist. Und das Content Pack habe ich, glaube ich, vor 3 oder 4 Stunden mit dem Download begonnen. So groß kann das nicht sein. Witzig. Okay, Malwa. Delhi. Da sind wir gerade dran. Wer ist unser nächstes Opfer? Wenn wir uns durch Malwa durchfressen, müsste das dann Bundelkant sein. Aber das ist ja unklar, ob das da was wird. Jampur ist halt auch so selten schwach. So schwach sind die nur, weil die mit mir verbündet sind. Ansonsten würden die hier echt alles wegbolzen. Die Bengalen würden jetzt auch wieder mitmachen. Obwohl sie noch 288 Schulden haben. So, Vijayanagara findet uns richtig, richtig doof. Die sind also nix für mich. Timmys könnten noch was sein. Ein möglicher Bündnispartner.
Definitiv, ja. Aber was wir definitiv hier auch haben, das sind so diese. Was wird hier passieren, wenn wir Pech haben? Würde Jean-Paul das Bündnis mit uns auflösen lassen? Und das sehe ich hier so ein bisschen als Gefahr. Jean-Paul, Gujarat, Vijayanagara. Verbessern wir mal die Beziehung mit Vijayanagara. Delhi hat Mewat den Krieg erklärt. Zu spät, Delhi. Bim Sing Sing. Cooler Name. Dann fangen wir mal an zu konvertieren. Ah, sie haben Grit erobert. Okay, äußerst interesting. Noch irgendwelche Allianzen? Nee. Noch irgendwelche nervigen Allianzen? Nicht wirklich. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Delhi hier was Dummes vorhaben könnte. Ich könnte jetzt Sindh zu den Waffen rufen. Das heißt, dann würden sie auch hier im Krieg mitmachen, was ja wohl mal ziemlich gut ist. Du Assi! So ein Assi-Spiel. Jetzt kriege ich noch einen Kometen für die Stabilität. Das kann nicht wahr sein. Ah ja, okay, gut. Ich habe die Stabilität ja auch über ein Event bekommen, also von daher. Ich sollte mich wirklich nicht zu laut beschweren. So. Wow, für 100 Kröten kriege ich halt einen Punkt Inflation. Das ist schon echt viel. Das heißt, 100 Dukaten entsprechen ungefähr 36,5 Admin. Es ist mir das wert. Es ist mir wert, gebe ich jetzt, sagen wir mal, gebe ich jetzt 40 Admin für das Geld aus. Admin ist eigentlich zu kostbar, um es dafür auszugeben, insbesondere weil ich noch immer meinen ultra miesen Herbert-Herrscher habe. Und so ein bisschen nehmen lohnt ja dann auch nicht, ne? Also ich könnte jetzt irgendwie. Wir bekommen ja 1,9 und dann können wir das einmal reduzieren. Das Koring kostet 34, ist damit sehr günstig. Was haben wir denn? 134 haben wir ein schönes Polster erstmal. Ich meine, das Geld werden wir irgendwann gebrauchen. Brauchen können. Hm. 75 Admin bin ich dann halt los. Ich werde ja noch Admin halt irgendwie lassen müssen, ne? Für ein bisschen, ne? Also wenn, dann halt ganz oder gar nicht, ne? Aber ich hab gesagt, für 0,1 bekomme ich, für einen Dukaten bekomme ich hier 0,1 Inflation. Das ist eigentlich auch zu viel. Ist halt schade, wenn man so viel Geld liegen lässt, ne? Warte, ja, 0,74 habe ich an Inflation. Ja, so ungefähr, ne? Ach komm, wir machen's. Gujarat oder Sindh kann ich mir untern rivalisieren. Das meinst du nicht ernst spielen, ne? So, jetzt sind wir erstmal genau 2 Punkte Inflation los. Also Malwa oder so könnte ich jetzt nicht rivalisieren. Oder Delhi. Da
Das geht nicht, sondern ich soll einen von meinen Verbündeten rivalisieren? Gujarat macht mit. Das reicht mir eigentlich, ich habe 12 Regimenter. Sind du Luder? Warum machst du nicht mit? Warum machst du nicht mit? Sag mir bitte mal Bescheid, ob das Mausrad zu teuer ist. 39,54. Was soll denn das? Die haben doch nicht mal die gleiche Schule. What? Was soll das denn? Haltung gegenüber Feind minus 57. Minus 57. Die hätten wahrscheinlich weniger Probleme, einen Ruf zu den Waffen im Verteidigungskrieg mir gegenüber abzulehnen. Haltung gegenüber Feinden minus 60. Hier verstehst, die sind alliiert. Das ist ja fast, als wären die alliiert mit denen. Eben konnte ich sie noch zu einer Waffe rufen. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Ich müsste eigentlich mal einen Monatstick abwarten. So, machen wir das mal raus, sonst kriegt der Gujarat einen Anfall. Okay, wir warten mal noch diesen Monatstick ab. Das ist alles Malwa, ne? Die können wir eigentlich direkt schon mal. Können wir eigentlich schon mal direkt staten. So lachhaft. So lachhaft. Und schlecht. Ich versteh's nicht. Oh, warte. Moment, ich habe eine ganz böse Befürchtung. Wenn Malwa hier nicht dabei ist, jetzt mal ganz doof gesprochen, liegt das dann daran, dass die nicht kennen? Ich bin doch falsch hier. Sorry. Also, hätte ich gesagt, sonst liegt es daran, dass sie die nicht kennen oder so, ne? Ich gucke ja falsch. Aber das kann ja eigentlich... Na, das hätte auch nicht sein können unbedingt, oder? So. Malwa. Allianz mit Rivalen. Aggressive Expansion. Verbesserte Beziehungen. Gleiche Religion. Aggressive Expansion. Verbesserte Beziehungen. Gleiche Religion. Na, das ist das Ding. Es ist jetzt nicht irgendwie 100 oder so, da wo ich das verstehen würde. 54 sind das genau. Das heißt, ja, keine Ahnung. Wie wär's mit
38 guten Gründen, die nochmal dagegen sprechen, dass ich dir vorhin geholfen habe, deinen Rivalen hier Platz zu machen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Und ich habe auch keine Lust, jetzt irgendeinen von denen zu rivalisieren. Das sind meine Verbündeten im Spiel. Gib mir doch Malva. Also meine Überlegung, ich beende den Part jetzt nochmal. Und, ja, beende den Part, starte das Spiel nochmal neu. Und gehe dann einfach mal davon aus, dass es klappt. Ansonsten, wir schaffen das auch mit Gujarat zusammen. Die werden wahrscheinlich relativ... Die werden noch nicht so schnell einen Frieden mit Jampur wollen. Das Dumme ist halt, oh Gott, die haben so viele Festungen, ne? Das ist das Ding. Die haben unglaublich viele Festungen. Die sind jetzt natürlich auch alle hier in Stand, ne? Da will ich gerne hin, da will Gujarat natürlich auch hin. Könnten wir schon mal hinlaufen. Weil, ey, sorry, die Provinz, die brauche ich. Die Goldprovinz brauchen wir. Okay. Ja, dann lasst uns noch mal ganz kurz in die andere Übersicht hier reinschauen. Mir war schon das Essenschirr und ein mehr. Ist die Frage, ob wir hier noch irgendwas wegen den Staaten unternehmen, aber es sieht für mich eigentlich erstmal so aus, als könnten wir es so lassen. 8 Regimenter, der hat hier schon mal 16, dann hat er noch. Dann hat er hier noch Bundelkant dabei. Oh Gott, Orissa ist weg, ne? Die sind von Andhra gefressen worden. Und dann hat er auch noch Gondwana dabei. Ist ja auch noch sein Vasall, ne? 16,8 Freiheitsstreben, ne? Viel ist es nicht. Und das ist eine Mark, die hat 7,2 Freiheitsstreben. Oh. Ich habe tatsächlich gegenüber Baglana 21 aggressive Expansion. Und überleg mal, ne, ich habe nur diese, ich habe hier 7 AE und ich habe nur diese eine Provinz hier gefressen. mit 4 Grundsteuer. Und die anderen, okay gut, auf die hatte ich keinen Anspruch mehr. Daran wird es wahrscheinlich hier gelegen haben. Ja, das ist aber noch nicht so hier, das ist noch nicht so meins. Ja. Okay, Meinung. Malva hasst mich, Delhi hasst mich. Wo ist Rashid? Da unten. Die finden mich doof. Die kennen mich immerhin, naja. Arabische Halbinsel sieht jetzt natürlich auch sehr krass aus, ne? Mit den ganzen kleinen, was ist das hier? Sultanaten, ne? Also ich finde das schon cool, dass man die Religionen so ausdifferenziert hat, auch mit den Schulen und so. Es gefällt mir echt gut, ne? Was wären halt so Sachen, die wir bräuchten? Hier, da, Jafari brauchen wir. Mit wem müssen wir uns da gut stellen? Bilität? Weniger als 50. Meinung von Mazandaran brauchen wir. Wo sind die... Da oben. Da müssen wir uns mit denen mal gut stellen, damit wir hier unseren Kampfbonus bekommen, ne? Und wie viel kostet es dann? 50 Atmen. Das ist echt gut für 20 Jahre. Reduktion des Nahkampfschadens. Said-Schule. Ah ja, die hassen mich, ja. Hier finde ich immerhin mal gar nicht so schlecht. Und was haben wir hier? Auswirkungen der AE. Wen brauchen wir da? Da war es hier. Oder da war Shir. Hasa. Ja, und Gujarat haben wir ja, ne?
Ah, okay, die gibt's halt nur bei den Schiiten dann, ne? Natürlich krasse Sache. Bei den entgegengesetzten, oder bei den Heretikern, ne? Wir haben effektiv minus 1. Oh, weil das auf die Ungläubigen. Ach krass, okay. Wir akzeptieren Ungläubige eher als Heretiker. Interessant. Ja, ich würde jetzt mal gucken, so ein bisschen in Richtung Mystik zu kommen. Ne? Also, das wäre schon ganz gut. Wegen dem Moralbonus auf jeden Fall. Ja, aber sind da reinkriegen, das wäre halt echt schade, wenn das nicht klappt, ne? Bengalen ist halt echt blöd, dass die halt unbedingt da mitmachen wollen. Mal ganz kurz das Schwert aus der Hand gelegt und schon sind sie wieder bereit zu meucheln, ne? Habe ich jetzt ein höheres Truppenlimit eigentlich noch nicht? Das ist ein bisschen merkwürdig. Eigentlich müsste das deutlich gestiegen sein. Ich habe immerhin zwei. Ge ja, ich habe immerhin, glaube ich, meine Entwicklung gerade mal veranderthalbfacht oder so. Also um 50% gesteigert, einfach mal mit 16. Vorher hatte ich 5, 10, 20 hatte ich vorher. Ja, und dann habe ich nochmal 20 dazu bekommen. Also ich habe meine Entwicklung auf jeden Fall verdoppelt. Naja, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Teil. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche dir alles Gute. Jetzt geht es ja endlich mal ein bisschen rund hier, ne? Bis zum nächsten Mal in diesem Sinne, dann Pax Vobiscum, Valete.